Bodybuilding.de on Tour. Wir sind heute mal in Wiesbaden. Im schönen Hessen ist das, ne? Ja. Doch, in Hessen, aufgepasst. Also Wiesbaden im Bodyfit. Bin auf Einladung von Monika hier. Monika hat noch ihre Tochter Vanessa mitgebracht. Mutter-Tochter gespannt, mal was anderes in der Bodybuilding-Szene. Beide Athletinnen, Bikini und Figur. Beide dieses Jahr im Frühjahr gestartet, beide zusammen als Mutter-Tochter-Gespann auf die EM gefahren, Masters und Junioren. Ja, wie zufrieden wart ihr? Wie habt ihr es als Mutter-Tochter-Gespann erlebt auf der EM? Ja, super. Es hat so viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen hat man eine Stütze, man unterstützt sich gegenseitig. Man schminkt sich gegenseitig, man bereitet sich vor, man ist überall immer zusammen. Wir sind dann auch in Barcelona gewesen und sind dann ein bisschen shoppen gewesen. Essen waren wir am Strand und ja, super. Also kann ich nur weiterempfehlen. Und bei dir, wie planst du oder hast du ein Ziel, erstmal langfristig jetzt klar Arnold Classics, möchtest du mal in die Fußstapfen vielleicht von Fiegen treten, als Bikini Athletin Profi werden, oder sagst du, es bleibt für mich ein Hobby, soll auf jeden Fall ein Hobby bleiben? Also am Anfang war es für mich ein Hobby nur. Mittlerweile ist das, glaube ich, bei jedem leidenschaftlichen Bodybuilder der Mittelpunkt im Leben. Arnold Classics ist ja noch weit in Aussicht. Also ich will auch erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln. Das war gleich die größte Erfahrung auf der Europameisterschaft fürs erste Mal. Schon eine Riesenerfahrung. Und also professionell, wenn ich gut bin, gerne. Klar. Da muss ich noch ein bisschen Disziplin haben für ein paar Jahre und dann schon, ja. Du bereitest ja deine Tochter vor, hast du gesagt, machst die Pläne. Arbeitest du da genauso, wie du es bei dir machst, oder völlig anders? Ganz anders. Also sie hat, also ich habe einen schnellen Stoffwechsel. Ich kann halt viel essen in der Diät. Und im Laden muss ich auch viel Schokolade essen. Und sie hat leider einen ganz langsamen Stoffwechsel. Und sie muss eigentlich so gut wie gar keine Kohlenhydrate essen. Also um dass sie in Form kommt, muss man schon an ihr rumbasteln. Und sie hat es schon schwer, muss ich schon sagen. Also wenn ich ihre Diät machen müsste, das wäre hart. Wir haben ja gerade die Bikini-Vorbereitung zum Mitmachen bei uns auf bodybuilding.de. Wie viel Kohlenhydrate ist sie, wie viel Eiweiß ist sie, so in Gramm ungefähr? Also der Peter Klein und die Margret, die tun sie ja auch mit vorbereiten. Aber ich helfe ihr dann auch und sage, ja gut, so oder so, so muss es machen. Aber sie isst ungefähr 700 oder 800 Gramm am Tag an Eiweiß. Also ein Produkt selber, Fleisch oder Fisch. Und sie könnte ein Kilo Gemüse essen, macht sie aber nicht, weil es ihr nicht so gut schmeckt. Und Kohlenhydrate gar nicht. Nur einmal die Woche isst sie 4 Reiswaffeln. Ja, das ist hart. Da hat unsere Mona das noch ganz gut. Die habe ich gerade auf einen halben Kochbeutel Reis am Tag gesetzt. Die wird aber auch über kurz oder lang nur noch über Gemüse ihre Kohlenhydrate ziehen. Also ihr seht, Bikini ist kein Zuckerschlecken, das macht man nicht mal eben so, sondern da steckt hartes Training dahinter, genauso wie in der Figurklasse. Wie das Training aussieht, gucken wir uns jetzt an. Ihr habt gesagt, ich darf mir was wünschen. Ich wünsche mir einfach mal nichts. Also ihr dürft machen, was ihr wollt. Vielleicht kein Cardio-Training. Du, ja. Naja, Cardio-Training für mich jetzt nicht, das ist vielleicht nicht so. Ist ein Problem. Du warst heute Morgen schon, was hast du heute Morgen trainiert? Heute Morgen Rücken. Rücken, und Bauch, okay. Vielleicht zeigt uns einfach mal ein paar Tricks und Kniffe, was ihr an, ja, jede Figur, wie jedes Mädel hat irgendwie so zwei, drei spezielle Übungen, die ihr ganz gerne macht. Mhm. Einfach mal ein kleines Geheimnis von euch verraten, was ihr macht, um vielleicht die Beine in Shape zu bekommen, den Hintern in Shape zu bekommen und
für mich persönlich immer ganz, ganz schön, Mädels mit die Schultern trainiert. Mhm. Haben wir bei Mona auch gerade festgestellt, dass sie eine kleine Schulterschwäche hat, was ihr da so macht, wie ihr arbeitet. Ich auch. Das heißt, so ein bisschen was von allem. Wir machen ein paar Fotos, ich filme euch dabei und dann sprechen wir nachher nochmal kurz. Bis dahin erstmal, bis gleich. Übung. Die habe ich von Carlos Cervantes, das ist die Europameisterschaft. Wir sind Europameister geworden, 2012. Und bei der WM ist er fitter geworden, letztes Jahr. So, genau. Und jetzt über den Kopf. So, und wieder strecken. Ellbogen nach außen. Genau. Und nach tief, tief und nicht ganz absetzen. Immer die Spannung halten. Und wieder hoch. Hoch. Ja, über den Kopf. So, und wieder gerade, Ellbogen nach außen und dann nach unten, langsam, 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 stopp. Genau, das ist die Übung, die gut in die Schulter geht, ein bisschen in den Nacken, aber dafür macht es schöne Form, die ich früher nicht hatte. Und seitdem ich diese Übung mache, habe ich viel bessere Schultern bekommen. So, okay, stopp. Und noch einmal, komm. Zieh. Über den Kopf. Genau. Und jetzt erst aufmachen und dann, genau, Richtung Becken. Die Schulterübungen, die ich eben gemacht habe und die ich meiner Tochter auch gezeigt habe, die mache ich halt jedes Mal bei der Schulterübung. Jede Woche. Also ich trainiere einmal die Woche Schultern. Und die mache ich eigentlich, ich fange mit leichten Gewichten an und steigere mich bis zum 7,5 Kilo, weil die sehr intensiv ist und sehr schwer ist. Ich mache die leicht, und also ich mache die langsam und intensiv. Das heißt, ich konzentriere mich ganz genau auf die Schulter. Und ich fange mit 15 Sätzen, 15 Wiederholungen an, mache 5 Sätze. Und wenn ich dann mit meinen 7,5 Kilo bin, mache ich nur noch 6 Wiederholungen und dann mache ich wieder die Pyramide. Ich fange klein an, steigere mich nach oben und dann gehe ich von oben wieder nach unten, bis ich gar nicht mehr kann. Also ich gehe von 3,5, steige ich mich auf 7,5 und dann, wenn ich das gemacht habe, mache ich von 7,5 bis 3,5 wieder runter. Eine Maschine für den Latz, aber man kann sie auch anders verwenden. Und zwar, wenn man den Sessel mit dem Fußballen, also hinten, nach unten drückt, aber nicht das Bein durchgestreckt haben, dann geht es in den Po und in die Beine. Wenn man es allerdings nur mit dem Fuß, mit den Fußspitzen nach vorne drückt, dann geht es nur in den vorderen Bein. Ist eine ziemlich gute Übung. Muss aber wirklich nur komplett aus den Beinen stehen, also nicht aus dem Körper oder aus der Hüfte. Mache ich zum Aufwärmen fast jedes Mal beim Beintraining. Und man spürt es am nächsten Tag auch. Das ist auch mit einer meiner Po-Übungen.
die wurde mir auch von Carlos gezeigt, weil ich ja schon Probleme habe mit meinem Gluteus, weil er schon ziemlich klein ist. Muss man halt wirklich versuchen, verschiedene Sachen zu machen, ob der Gluteus Maximus das auch anspricht. Die finde ich ganz gut, die mache ich nicht immer bei jeder Po, also Gluteus Maximus Übung oder Beinübung oder hintere Beinübung. Ich variiere immer mal. Die mache ich mal so alle 2 Wochen. Also eine Woche mache ich andere Po-Übungen wie die andere Woche. Also ich bin nicht immer auf einen Standard. Das heißt, ich wechsle immer mal von Woche zu Woche. Diese Übung, da muss man sich konzentrieren, dass man nicht mit dem unteren Rücken arbeitet, sondern wirklich nur mit dem Popo. Die Beine versucht fast durchzustrecken und die Ferse wirklich nach oben, also Fußflex macht. Und am besten wäre noch, wenn man die Fersen zusammendrückt, dass man sich dann wirklich nur auf diesen hier konzentriert. Ja. Natürlich schwer. Also die mache ich wirklich schwer, das war jetzt ja zu leicht. Ich mache es schon mit 17,5 Kilo bis 20 Kilo. Und so viele ich kann, also viele Wiederholungen, wie ich nur kann. Also bis zum Ermüden. Eine weitere Übung ist für den Lat. Hat mir auch meine Mutter gezeigt. Machen wir als zweite Übung für den Lat. Und zwar, wenn man die Lat muss man anspannen, indem man es nach unten zieht, ihn nach vorne zieht. Also nicht aus den Schultern oder aus dem Bizeps machen und vor allem nicht aus dem Rücken, aus dem Hohlkreuz. Das ist die ultimative Bauchübung. Die kann man leider nur 10 Wiederholungen pro Bein machen, aber die ist knallhart und die tut richtig weh. So, ich zeige euch die mal. Also, Oberkörper nach vorne, Beine ranziehen, das Liegebein, also das andere Bein gestreckt halten und nicht auf dem Boden. Ja. Hände hinter den Kopf, Brust Richtung gebeugtes Bein, nach unten, ganz nach unten und dann wieder ganz nach oben. Halten und dann wieder runter und dann wieder hoch. Und das 10-mal. Hoch und wieder ab und wieder hoch, halten und wieder ab und wieder hoch, aber komplett mit dem Oberkörper nach unten und wieder komplett hoch. So, wenn ihr das 10-mal gemacht habt pro Bein, das andere Bein strecken, nicht absetzen, wieder Richtung Brust, gebeugtes Bein, nach hinten und dann wieder ran und immer schön tief und ran. Und das 10 Wiederholungen. So. Und ich habe noch nicht mal 10 gemacht und schon tut's weh. Hoch. Und dann wieder halten. Und wieder tief. Und wieder hoch. Und komplett und ab. Und das nochmal. Tja, und die zieht. Das merkt ihr, glaubt mir. Das ist eine von den schönen Bauchübungen. Da gibt es noch eine ganz andere. Und die tut auch richtig gut weh. Okay, die ist ein bisschen schwierig, weil man muss versuchen, ein bisschen das Gleichgewicht zu halten. So, man geht in die Beuge. Oberkörper nach vorne. Hände, könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber nicht absetzen auf dem Boden. Aber nicht hier dran oder sonst irgendwo festhalten, sondern entweder hinter den Kopf, hinter dem Ohr oder auf die Brust. So, Beine ranziehen, Oberkörper, oben halten und nur die Beine strecken. So, und wieder ranziehen, Oberkörper bleibt oben, nur die Beine strecken. Das heißt, Oberkörper stillhalten, auch nicht versuchen, irgendwie das Gleichgewicht auszubändeln, dann wird es einfach mit, geht man natürlich mit dem Oberkörper nach hinten. Nein, 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 schön gerade bleiben. Und schön ranziehen die Beine und wieder strecken. So, das geht an die Oberschenkel natürlich auch, aber vor allen Dingen am Bauch. Meine Bauchübungen bestehen immer aus Gewichten. Also ich benutze immer Gewichte zu jedem Bauchübungen, die ich tue, die ich mache.
Meisten sagen, Bauchmuskeln kommen, wenn man abnimmt, aber nicht bei jedem. Also vor allem nicht bei Frauen. Die haben es ziemlich schwer, Bauchmuskeln zu zeigen. Und ja, eine Übung davon ist die hier. Und zwar ist die gut für den Bauch. Ich gehe wirklich erstmal komplett runter und versuche, so geht es, mit durch dieses Loch in die Scheibe zu gucken. Und hoch. Man kann sich natürlich auch seitlich machen. Oder nur kleine Sätze. So wird's langsam. So, wir haben einige Special-Übungen gesehen, auch für mich so ein, zwei neue Sachen dabei, die ich vielleicht tatsächlich beim Mona mal ausprobieren werde. Wie ihr ja wisst, wie ich die so das ein oder andere Video schon von uns gesehen haben, Mädels kommt weg vom Zumba hin zum schweren Krafttraining, nur das gibt einen Knackpo, nur das gibt schöne Formung in den Beinen. Das Ganze lasse ich mir jetzt nochmal von Monika und Vanessa bestätigen, das heißt, dass ihr nicht mal von mir vollgesabbelt werdet damit, sondern einfach mal von Mädels, die tatsächlich auch Erfolg damit haben, auch auf Wettkampfebene. Sag einfach was. Ich kann nur dazu sagen, dass du recht hast. Ich finde es schade, dass die Frauen als Kraftsport, schwere Kraftsport sagen, oh, ich bin nicht aus wie ein Mann und kriege so Muckis und oh, das ist absoluter Quatsch. Das hält wirklich eine Frau fit, vor allen Dingen die Form wird schön. Und ich bin 43 Jahre, kann ich sagen. Ich schäme mich auch nicht dafür. Und ich bin deutsche Meisterin geworden dieses Jahr unter vielen jungen Mädels. Und deshalb kann man nur machen durch Kraftsport. Ja, und durch Bodybuilding. Das muss man ganz klar sagen. Und ja. Muskeln verbrennt Fett, wie jeder weiß. Und ja, Zumba ist schön, zum ein bisschen Spaß haben und mal was anderes. Aber was wirklich eine Figur ausmacht, ist einfach der Kraftsport. Punkt. Ja, eine, die auch wirklich Kraftsport betreibt, die auch Gas gibt im Training, sitzt hier noch neben mir, Vanessa. Ich glaube, ihr gebt mir recht, dass sie nicht aussieht wie Arnold, dass sie keine Arme hat wie... die abschreckend aussehen, sondern dass es wirklich ein hübsches Bikini-Mädel ist. Wie viel Kilo Kniebeuge machst du? Da ich leider sehr starke Muskeln habe an den Beinen, also man sieht es nicht durch den Rock, aber meine Beine sind ziemlich ausgeprägt, erblich bedingt, darf ich nicht viele Gewichte benutzen. Als ich angefangen habe, bevor ich angefangen habe, Stopp zu machen mit den vielen Wiederholungen und den schweren Gewichten, habe ich, ich glaube, maximal 55 Kilo gemacht. Jetzt an Kniebeugen mit der Stange frei. Mittlerweile mache ich bis zu 15 Kilo und gehe dann halt hoch auf 30 Wiederholungen im Satz. Was halt dann eher auf Definition. Aber um erstmal aufzubauen, muss man natürlich viel Kraft erstmal verwenden. Klar. In der Relation, was hast du damals gewogen, wie viel Kilo? Bevor ich angefangen habe, 56 Kilo habe ich vor meiner Diätphase angefangen. Und auf meinem Wettkampfgewicht ist 45. Also mit 56 Kilo, 55 Kilo Kniebeugen, da seht ihr die Relation. Traut euch an die Gewichte. Vielen, vielen Dank, dass ich kommen durfte. Vielen, vielen Dank für die Übungen, für die Trips, Tricks, Kniffe. Ja, falls ich wieder in der Gegend bin, würde ich mich freuen, wenn wir das Ganze wiederholen. Okay. Ja? Gerne.
wenn ihr Lust habt, könnten wir auch gerne, wenn ihr mal selber ein Video machen wollt, könnt ihr mir das gerne einschicken. Ja, gerne. Ich versuche, wann ist Köln? 3. August. Gucken wir mal, ob wir da mal hinkommen. Vielleicht nach deinem Sieg, ja? Dein Preisgeld feiern mit einem kleinen Interview. Bis dahin erstmal vielen Dank an euch. Mhm. Viel Spaß. Du musst los zum Arbeiten. Ja, danke. Ich muss fahren. Du musst fahren. Okay, dann hören wir auf zu sabbeln, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke.